Wunderschön. Willkommen zu einer weiteren Folge von White Noise 2 zusammen mit der lieben Janka. Hallo. Die da so im Rot rumblubbert da und dem Björn. Hallöchen. Ich dachte mir gerade, ich wähle vielleicht doch besser irgendwie die was Figur, aus? Damit ich mir eine Taschenlampe aussuchen kann. Ja, ansonsten kriegst du eine zufällige Taschenlampe. Ja, das ist ja total dämlich. Und ich spiele, wie in der letzten Folge angekündigt, spiele ich jetzt ein neues Monster. Da hinten steht's. Und das werden wir gleich sehen. Wollen wir los? Mhm. Ja. 3, 2, 1. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das wollen. Das ist schon so drin, wenn man 3, 2, 1 hört. Oh, die sieht süß aus. Ja, ich sehe auch aus wie ein Monster, aber... Ja? Ja? Ist er gar nicht bei mir? Doch. Wo hinter dir. Oder? Also vor dir. Hier müssen wir lang. Der Foxy hat eben in der Aufnahmepause vorgelesen, was die Alte alles kann. Wir haben keine Chance. Nee, das war wirklich nicht nett. Kann sich einfach hinter Überlebende teleportieren. Ich weiß schon, wer nicht Björn ist da. Ich weiß nicht, ob das immer geht. Kannst du dich... Da ist sie schon! Da ist sie schon! Da ist sie! Ah, sie ist weg. Sie ist weg. Sehr gut. Ich hab sie verfolgt. Ich bin zwar immer wahnsinniger geworden, aber ja, das war's mir wert. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal rechts. Ach, du bist so schön mit deinem Hemd hier. Das leuchtet, ne? Ja, ist kaum zu übersehen. Sehr gut. Alter, wieso kriege ich jetzt einen Hustenanfall? Ich muss auch die ganze Zeit husten. Ich hab den Frosch im Hals. Okay, hier ist es irgendwo. Hier ist es immer, oder? Die sind immer an der gleichen Stelle. Das kann sein, ja. Das heißt, je öfter man das spielt, desto eher hat man einen Plan, wo die Dinger sind. So. Lass hier unten bleiben, oder? Mhm. Ich hab schon wieder was gehört. Ja. Oder warst du das? Nee, das war ich nicht. Wollen wir runter in den Keller? Ah, hinter dir! Mist! Bin ich erschrocken, ey! Nein, hör ab! Alter, Vater. Steht er da plötzlich einfach? Lecker, Mio. Und wie ist er? Ich habe noch nicht viel davon gesehen. Hast du mich gerade teleportiert? Nee, ich stand um der Ecke. Ich höre sie schon wieder. Hinter der Ecke. Ja, ich höre sie schon wieder. Wo denn? Weiß ich nicht. Oder sind die Müllsäcke, die Geräusche von sich geben? Ich glaube, das sind die Müllsäcke. Weiß es nicht. Hier ist was. Was ist das denn? Was ist das? Was, das sind die Würmer? Ihh. Die treibt uns auseinander. Oh mein Gott, die sind überall. Oh mein Gott, die sind wirklich überall. Los, weiter durch. Nein. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Hinter mir, also vor mir. Da um die nicht. Ecke. Es sei denn, sie hat sich wegteleportiert. Sie vor allem. Ja, oh mein Gott. Boah, ist das fies, ey. Aber mir ist gerade meine Lippe aufgeplatzt, glaube ich. Scheiße. Was? Bitte was? Boah, schreck drauf gebissen oder was? Nee, die ist eh so rau, weil es so kalt ist. Was, so kalt? Nee, aber draußen ist kalt. Ich muss ja immer mit den Hunden raus. Ist auch kalt draußen. Die Hunde sind schuld an den spröden Lippen. Ja. Ich habe mir heute erst wieder Plistex gekauft. Das ist gut. Okay, super, ich hab's. Wirklich. Sehr gut. Ich würde gerade sagen, momentan höre ich ihn nicht, aber das will ich gar nicht sagen. Wo sind wir denn hier? In der Leichenkammer? Ja. Ist ja super. Das ist doch schön hier. Oh, guck mal, hier liegt einer. Schön. Der steht bestimmt gleich auf. Nein. Oh Gott, bin ich erschrocken. Telefon. Kein Telefon. Das ist komisch, dass das bei allen anders ist. Ah! Bei mir! Ah! Nein, komm schon. Ich bin zu dumm, um zu sterben. Nein. Ich bin tatsächlich zu dumm, um zu sterben. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, du bist nicht so dumm, um zu sterben. Hör auf damit. Lass mich nicht allein. Oh, Taschenlampenbatterien. Oh, diese Fuckwürmer, ey.
Treppe hoch. Ich glaube, hier oben, hier sind sie auch. Aber ich sehe auch fast nichts mehr. Ich bin auch fast wahnsinnig jetzt. Können wir uns irgendwo hinsetzen und kurz regenerieren? Nee, ich glaube nicht. Oh, jetzt. Jan, wo bist du? Hier. Oh, da bist du. So schlimm sehe ich jetzt auch nicht aus. Doch, schon. Was soll das denn bitte sagen? Oh nein, pass auf. Oh, das ist ein Idol. Wo müssen wir denn lang? Hast du Kompass gedrückt? Ja, wir müssen zum Idol. Verdammt, lass das hinten rumgehen. Hinten rum. Ja, stehst du doch drauf. Alter. Manche Sachen bieten sich einfach an. Die muss man sagen, obwohl man es gar nicht will. Ja, ich bräuchte langsam mal Batterien. Ich auch. Ich bin fast leer. Da ist sie! Nein! Ich hab mich dazwischen geworfen. Das ist ja potenzvoll. Gott! Was ist Sache? Warte mal, ich mach mal dieses Idol kaputt. Nein! Ach, schade. Oh, bin ich erschrocken. Ja? Ach, guck mal, wie schnell er unsere Fährte aufgenommen hat. Unfassbar. Wie hast du das gemacht? Bestimmt, weil wir gerannt sind. Ja, ihr seid gerannt. Ja, dann siehst du die Fußspuren, ne? Mhm. Ja, scheiße. Oh Mann. Die Freie so geil. Wie wir auch nichts von der Karte sehen. Wir sind ja gar nicht weggekommen. Das eine war der Teleport zu euch hin. Das kommt nachher nochmal. Okay. Guck mal, ich bin ja sonst wo gerade. Und plötzlich. Blub. Da. Wie gemein. Das bin ich auch Level 5 übrigens. Ich hab Kurt jetzt auch. Und die rostige Taschenlampe. Kurt, die rostige Taschenlampe. Und? Ah, schade. Und? Blub. Oh, das ist schön. So gemein. Das also ist so gemein ist, mit dem Teleport. Die ist ganz schön heftig. Also, wollen wir nochmal? Mhm. Ja, gerne. Warte, ich nehme nochmal die. Guck mal. Ich will jetzt auch mal Kurt nehmen. Kann der irgendwas Besonderes? Ja, der ist voll toll. Der hat eigentlich nur Imba-Sachen. Also, der darf bloß nicht so weit weg von Mitkollegen. Ja. Ansonsten ist der Imba. Okay. Imba. Also, Imba. Passt ja zu mir. Den nehme ich. Imba. Schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Ja, ist auch voll Imba. Was geht mit euch? Kennst du nicht Sindbad? Den Zeichentrickfilm? Sindbad? Ja. Sindbad, ja. Ich glaube, den mochte ich als Kind nicht. Sindbad. Ich dachte, Sindbad. Ihr hättet jetzt von Kimba gesungen. Aber Kimba war doch, glaube ich, ein Löwe, ein Tiger? Das ist der König, das ist der König der Löwen. Nein. Also es gab das ist Simba, Simba nicht Kimba. Und Kimba, ist ja das... Kimba war eine Serie. Ja. Und Simba haben sie abgeguckt. Also Disney. Disney was, hat bei Kimba abgeguckt. Wer behauptet denn sowas? Ja, guck dir die Bilder was? An. Das ist ja so eindeutig. Alter, mein... Oh, Kurt ist auch ein ganz mutiger, hm? Ja. Wo bist du? Hinter dir. Huh. Hallo, Mein Hübscher. So. Das ist... Gehen wir in die richtige Richtung? Nein, tun wir nicht. Hier müssen wir lang. Nein. Oh, ich bin schon wahnsinnig. Ja. Ich bin schon wahnsinnig. Da ist nichts Gutes. Hallo. Der ist direkt hinter uns, oder? Mhm. Hallo. Diese Taschenlampe ist aber auch nicht so besonders, oder? Meine? Nee, diese rostige. Achso doch, die rostige ist eigentlich ganz cool. Cool. Ja, wenn du läufst, dann... Die leuchtet so dunkel, also so tief. Ja, die leuchtet so dunkel. Die leuchtet so tief. Du siehst ja mehr Gras als alles andere. Ja, da musst du höher gucken. Wie soll ich denn da dem Killer, der Kreatur in die Augen leuchten? Ich leuchte da doch eher in seinen... Ne? Ach, schade. Mit dem Scheiß.
Nicht gut für mein Herz. Nee. Björn, wo bist du? Hier. Da. Ich drück mal Kompass, oder hast du schon? Nee, ich hab noch nicht. Aber hier, irgendwo ist was. Schmerzmittel, soll ich das nehmen? Ja, nimm mal Schmerzmittel. Ich glaube, das ist, wenn man wahnsinnig wird, das hört das direkt auf. Bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Oh, ich glaube, er ist direkt hinter mir. Hä? Was ist jetzt passiert? Nee, doch nicht. Hier sind Batterien, falls du Batterien brauchst, Björn. Boah. Was war denn das? Ich hau mal rein. Weiß gerade wieder nicht, wo du bist. Ich bin hier. Ah, da. Nehmen wir das Schmerzmittel, ich guck mal, was passiert. Du wirst geheilt. Nee, ich werde eben nicht geheilt. Oh. Oh, hier ist das, Wir müssen hier lang, Björn, zum Licht. Wo bist du? Da. Am Licht. Oh, leck mich. Leck mich fett. Mal kurz Päuschen machen. Oh, oh nein, oh, Pilze. Nein, oh, bleib einfach stehen. Das reicht aber nicht, ich werde immer wahnsinniger. Aber, ah nee, doch aber, nicht. Wo ist sie? Hinter mir. Also wo hinter ist die dir. Olle? Oh Gott. Irgendwo schleicht er doch rum. Mhm. Ah! Was war das denn? Was war das? Ich habe keine Ahnung, aber da ist ein Idol. Da müssen wir weg von. Oh, hier ist ein Tonband. Das ist vielleicht eher eine Falle, oder? Nee, ich glaube, sie kann keine Fallen machen. Da hinten. Da hinten. Rusalka. Wo bist du? Da bist du. Wo bist du denn? Hinter dir. Ah! Ah! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Nein! Nein! Lass Björn gehen! Lass Björn in Ruhe! Ja! Lass dich hinter einen Sack! Ja! Nein! Nein! Ja, das hast du dir so gedacht, ne? Boah, knapp, ey. Ja, knapp ist gar kein Ausdruck. Oh. Wow, 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 wow. Da steht wieder was? Batterien? Brauchst du Batterien? Nö. Ich bin noch zwei Drittel voll. Trotzdem mitnehmen. Wir kommen hier nie wieder lang. Aber hier sind die nächsten Tonbänder. Renn mal zu dir hin, sie weiß oh, nicht, wo wir sind. Oh nein, das ist doch nicht wahr. Hier steht ein Medipack. Brauchst du ein Medipack? Ja, ist ganz gut. Aha, sobald man ein Tonband findet, werde ich resettet. Alter, aha. Ich werde total wahnsinnig. Ja, wo bist du? Ich weiß es nicht. Nochmal Batterien. Da, komm mal her. Da. Ah, da. Da. Danke dir. Aber ich kann das ja mit meinen Wurstfingern nicht... Nein! Ja! Ich hab gerade Dings gestartet. Aua. Los! Geh! Kann man nicht auf die Taste drücken? Mann. Du auch! Geh! Verdammt! Sorry, Janka, ich hab gerade... Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich hab gerade Pillen eingeworfen und das kann das ich nicht okay. abbrechen. Kenn ich ja, hab ich ja vorhin auch gemacht. Redet sich Björn gerade raus? Ja. Nein. Oh, hier sind die nächsten Tonbänder. Wo bist du? Hier. Oh, nicht schreien, ich erschrecke. Oh, wie schön das Spiel war, als ich dachte, wir hätten kein Monster. Wie entspannt ich da lang gelaufen bin, bis ich dann das Monster gesehen habe. Ah, da bist du. Ah, hier müssen wir hoch, glaube ich. Oh nein. Das ist doch gemein. Nein, ich werde wahnsinnig. Ich werde auch wahnsinnig. Kann ich nicht sagen. Ja. Ich hatte da doch eben... Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich wollte sagen, ich habe doch eben schon so ein Leuchtstückchen geworfen. So, Kompass, wir müssen in die... Was war das denn? In die andere Richtung. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Ich kann mich nicht rumdrehen!
Kann ich was drehen? Ja, nein. Ja, das war wohl nix, ne? Boah. Verdammt. Wie gemein, ey. Hab ich in den Wahnsinn getrieben, dass ich mich nicht bewegen konnte. Was? Ich sehe gar nichts mehr. Ich find's auch krass, wie die Konturen dann von der Grafik immer total verschwimmen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist, aber wenn es Absicht war, finde ich es irgendwie geil. Doch, war bestimmt Absicht. Hier ist wieder ein Idol. Ja, wir müssen aber dran vorbei. Ja. Oh, ja! Bist du so hässlich, ey. Nein! Ja! Das wird gespeichert, oder? Wenn man schon mal gefangen wurde. Kann das sein? Ich glaube, ich kann das Idol jetzt wegmachen. Warte mal. Wo war's denn? Hier geradeaus. Oh nein. Ja, gegen die Würmer kann ich leider nichts machen. Nein! Oh nein! Ich bin wahnsinnig. Nein! Oh. Schönchen. Also die spielt sich einfacher. Ja. Wenngleich, ich weiß nicht, ob das vorher bei dem anderen Monster auch war, sobald eine Videokassette eingesammelt wurde, gab es ein Reset von meiner Position. Bumm. Ah. Okay. Immer wenn eine Kassette, buff, wurde ich wegteleportiert. Nee, ich glaube, das war vorher nicht so. Vielleicht ist es ja ein negativer Buff hier. Mhm. Ne? Wahrscheinlich. Na gut, aber du kannst dich ja auch jederzeit zu den anderen hin teleportieren, von daher ist es ja eigentlich nur fair. Ja. Im Prinzip schon, ja. Mir ist es hier bloß ganz extrem aufgefallen, weil ich stand direkt hinter euch und dann Björn hat eine Kassette, wupp, weg war ich. Ja, das tut uns aber jetzt sehr leid, ja, ne? Unfassbar leid tut uns das. Oh. Alter, ich würde... Oder einfach wegteleportieren. Ich würde sofort deinstallieren, wenn ich könnte. Aber dafür macht es zu viel Spaß. Sarah klassisch habe ich freigeschaltet. Ah, du bist Level 6. Ja. Ich noch nicht. Mir fehlt noch über die Hälfte. Mir fehlt noch... Ich bin so schlecht in diesem Spiel. 15%. Warte mal, ich wechsle mal kurz Sarah klassisch, ja? Ja. Jetzt hat er uns aus der Ansicht gekickt. Ja. Ui, guck mal. Was zur Hölle? Wo sind denn da die Proportionen geblieben? Ich sage euch, wie die aussieht. Guck mal, der Hals. Obenrum. Obenrum sieht sie aus wie Marty McFly. Richtig. Oder Beverly Hills Cop. Ja, das stimmt. Und unten ist heute ein schöner Regentag. Ist heute. Oh mein Gott. Aber nee, guck mal, die Unterschenkel sind dicker als die Oberschenkel. Was geht denn da? Ja, so ist das doch, oder? Das ist Popeiline. Und dieser ganze Hals ist dicker als der gesamte Kopf. Aber nicht dicker als die Frisur. Nee. Ja, die ist ja nur zum Kaschieren da, damit es nicht so auffällt. Aber ich glaube, die Position von den Körperteilen, die ist immer die gleiche, ne? Ja, ich glaube ja. Bei den Charakteren. Immer das Standardmodell. Richtig. Aber schöne Runde. Oh, sehr schön, sehr schön. Das machen wir in einer anderen Aufnahmesession dann nochmal, denke ich mal. Genau, vielleicht haben wir ja bis dahin jemanden gefunden, der mit uns mitspielen will. Richtig. Ich fände es irgendwie geil. Ja. Ich glaube, Jazz hatte überlegt, sich das Spiel zu holen. Ich werde da mal nachfragen. Ja, sehr gut. Okay, aber war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank ja. euch fürs Aufnehmen. Und auch danke fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.